Wir sind froh, dass wir die 3 Punkte hier behalten haben, weil es das erwartet schwere Spiel war. Ich glaube, die ersten paar Minuten war es ein offener Schlagabtausch, da ging es hin und her. Dann ist Cottbus ein bisschen besser im Spiel gewesen. Und wir haben uns dann noch 25 Minuten gefangen, haben uns besser taktisch drauf eingestellt. Und dann glaube ich auch, mit dem 1-0 war es so ein bisschen löser. Das 2-0 glaub, ist super rausgespielt, dann auch gut in Konter ausgespielt. Und ich glaube, zweite Halbzeit waren wir allgemein besser gestanden, haben wenig zugelassen und haben das Spiel dann verdient gewonnen. Ich denke, in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes, umkämpftes Spiel. Und wir haben aber zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Und zweite Halbzeit ist uns das natürlich entgegengekommen. Und wir haben das im Stile wirklich einer guten Mannschaft runtergespielt. Wir haben, glaube ich, außer eine Kopfballchance sehr, sehr gut verteidigt, zweite Halbzeit. Und machen dann noch das dritte. Das war noch das Sahnehäubchen zum Schluss. Am Anfang sind wir nicht so klar gekommen mit dem System vom Gegner, mit 4-1-4-1, da sind wir schlecht angelaufen, hatten sie halt viel Platz gehabt und dann haben wir es ein bisschen besser in den Griff bekommen, ja, und dann sieht man, dann haben wir natürlich dann auch Qualität, um das ein oder andere Tor zu machen heute. Und diese Spiele von direkten Konkurrenten, das sind enge Spiele, ne? Die musst du erstmal brechen. Das ist eine kampfstarke Mannschaft, der Trainer hat die heiß gemacht, ne? Die haben hier gebrannt im Gang unten und den Willen musst du erstmal brechen und wenn du den mit Standards brichst, ist es natürlich schwer für den Gegner was zu machen, weil das ist unsere Waffe und hat gut geklappt und deswegen ist es nicht so selbstverständlich, dass du hier jeden Gegner aus dem Stadion schießt. Wir waren viel unterwegs wieder, hier Manu Junglers und ich, wir sind ja dafür bekannt, dass wir viele Meter machen. Heute waren es ein paar mehr, glaube ich, weil wir einfach taktisch nicht ganz so gut vorne begonnen haben. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich da ein bisschen schwer getan, aber wie gesagt, dann muss man halt da die 20 Minuten überstehen und dann als Mannschaft darauf reagieren und das haben wir gemacht und dann auch zweite Halbzeit besser gestanden. Ich weiß nicht, wie viel zu null wir schon haben, 12 oder 13 Stück schon. Ich denke mal, die Defensive ist auf jeden Fall die Basis für unseren Erfolg. Jeder ist ans Limit heute gegangen. Wir wussten alle, was das für ein ganz wichtiges Spiel ist. Man hat gesehen, Konkurrenz hat wieder ein bisschen gepatzt. Münster verloren, Kiel unentschieden. Ich glaube nur, Stuttgarter Kickers hat noch gewonnen. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar Spiele vor uns und hoffen wir, dass wir die gut bestreiten. Gut, am Ende ist das Spiel ein bisschen ausgelungen, als es 3-0 gefallen ist. Da haben wir ein paar Ballstaffetten gehabt. Aber zweite Halbzeit muss man genauso viel laufen wie die erste Halbzeit. Von daher, aber ich denke, wir werden am Mittwoch topfit sein. Wir sind gut drauf und werden wir sehen, was dabei rumkommt. Wir müssen wieder einen exzellenten Tag erwischen, um eine Runde weiterzukommen. Und mit den Zuschauern im Rücken hoffe ich, dass wir es packen.